Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute mit einer News-Ausgabe zum Thema TCG. Ich habe mir gedacht, das könnte ganz informativ sein und falls euch das gefällt, lasst mal gerne ein Däumchen nach oben, dann werde ich das wohl des Öfteren bringen, wenn Informationen kommen natürlich. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein in die News. Wir starten gleich knackig rein und zwar wird am 2. November, also schon, wenn das Video online kommt, höchstwahrscheinlich in ein paar Tagen, ein neues Set Release und das nicht nur in England, sondern halt auch bei uns in Deutschland. Und zwar ist es Lost Thunder, aka Pokémon Echo des Donners. Super cooles Set, umfasst einfach mega viele Karten und zwar an der Zahl 235. 235 Karten hat dieses Set einfach. Warum? Nun, das ist ganz einfach. In Japan kamen mehrere Sets raus und irgendwie haben wir halt ein bisschen hinterhergehangen in Europa bzw. Amerika. Und ja, da hat die Pokémon Company sich gedacht, ey yo, wir schieben euch alle Karten auf einmal. Und so haben wir ein Set mit 235 Karten, wo Karten drin sein werden wie Lugia GX, Zeraora GX und. Ich werde euch nicht Bilder einblenden, denn die könnt ihr dann bei meinem Opening sehen. Genauso, wie ich sie auch noch nicht sehen werde. Okay, ein Bild habt ihr ja schon mal. Die sehen halt schon extrem geil aus. Besonders die Zeraora. Das wird das Hand sein von dem Set. Ich sag's euch. Und by the way, ich habe gehört, das Opening davon wird krass. Ebenfalls am 2. November kommt eine neue Edition raus, aber nicht bei uns oder auch nicht in Amerika, sondern in Japan. Und zwar ist es eine sehr besondere Edition. Es ist eine Edition, die vor kurzem erst angeteasert wurde und zwar handelt es sich um ein Reprint-Set. So ein Reprint-Set, in dem Sinne heißt es glaube ich Ultra Shiny GX, gab es damals auch bei XY-Zeiten. Nun gibt es dieses Set auch zu Sonne und Mond. Wir haben erstmal ein riesen Set mit 240 Karten drinne. Das heißt, es werden Karten gereprintet wie Full Art Cynthia, Full Art Volkner, Rayquaza, Silvaro, also ziemlich fast alles. Also ihr werdet hier ein paar Karten eingeblendet bekommen, höchstwahrscheinlich. Dieses Set ist einfach mega krass. Warum ist dieses Set mega krass? Nun, wir haben damals schon so eine Edition auf meinem Kanal geöffnet und dort gab es eine Besonderheit. Da gab es in jedem Pack eine EX. Normalerweise hat man das in japanischen Boostern ja so, dass in einem Pack 5 Karten drin sind. In diesem ist es anders. Und zwar hat man in jedem Pack 10 Karten drin. 10 Karten. Und was ist die Besonderheit daran? Nun, in jedem Pack ist eine GX drin. Richtig! Entweder eine GX Pokémon, eine GX Full Art, eine Rainbow oder gar eine Besonderheit. Denn in diesem Set werden nicht nur Karten gereprintet, die wir kennen aus Schimmernde Legenden, Stunde der Wächter oder halt auch aus Ultra Prisma, sondern halt auch Karten, die komplett umgemodelt wurden. Und zwar sind das Pokémon wie zum Beispiel Rayquaza, Silvaro, Glurak, Quajutsu, die alle eine Shiny-Form bekommen. In ihrer GX-Full-Art-Version. Und Spoiler-Alert, ich habe davon schon ein, zwei auf Twitter gesehen, von daher werde ich auch nur die einblenden, die ich gesehen habe. Einfach phänomenal. Weiß ich nicht. Sie haben leider die Artworks nicht großartig gerne. Es war mehr so, hey, oh, wir nehmen das Artwork vom alten Ting, fügen es ein und dann per Paint-Tool neue Farbe, fertig, passt, perfekt. Okay, ein paar Sterne sind noch drauf, die glitzern. Aber, naja, mehr war es halt auch nicht. Ich finde die Idee super cool und falls ihr wollt, dass ich das Ganze öffne, schreibt mal in die Kommentare, Hashtag TCG Ultra Shiny. Dann werde ich die importieren, je nachdem wie teuer die sind. Auf eBay kosten die gerade 150 Euro. Ein Display mit 20 Boostern. Wow. Und noch einmal eine News aus Japan. Und zwar wird am 7. Dezember ein neues Set in Japan angekündigt. Beziehungsweise wird rauskommen, aber in Japan kommen eh, naja, alle Monate Sets raus. Aber dieses Set ist ziemlich besonders, denn in diesem Set haben wir das allererste Mal eine neue Rarity. Und damit meine ich nicht die Shinies jetzt zum Beispiel aus Ultra Shiny, sondern halt eine komplett neue Rarity. Und zwar ist es eine Tag-Team-Karte. Eine Tag-Team-Karte ist, wie ihr vielleicht sehen könnt, eine Karte mit zwei Pokémon auf einer Karte, die sich diese Karte teilen. Ähnlich vielleicht wie die Legendenkarten, die wir damals aus Heart Gold Soul Silver kannten, aber doch irgendwie anders und geil. Ich finde die Idee ist ziemlich cool, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Tag Bolt heißt diese Edition und ich finde die super cool. Keine Ahnung, ich freue mich drauf. Allgemein freue ich mich auf die nächsten Sets, also Echo des Donners wird mega. Ultra Shiny Prisma, oder beziehungsweise Ultra Shiny GX heißt es glaube ich, wird bombastisch. Ich freue mich des Todes, Shiny-Karten zu ziehen wie Glurak, Quajutsu oder gar Rayquaza, Zygarde, wie sie nicht alle heißen. Ich bin mega heiß einfach drauf. Und noch Tag Bolt, Mitte der neuen Edition. Und gleichzeitig natürlich der Start meiner TCG-Karriere. Ihr könnt gerne on Livestreams oder ähnliches
natürlich meine TCG-Karriere verfolgen. Ich teste dort mehrere Decks und ja, gebt den TCG einfach eine Chance. Falls ihr davon Videos sehen wollt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich bin Austausch hier nämlich und sagt ciao for now.